Meine Herrschaften, braucht die FDP eigentlich ein Programm oder tut es auch eine Patientenverfügung? So unter 5% Geräte bitte abschalten. Das ist der ewige Hader der kleinen Parteien mit der Mindesthürde. Das Einzige, was noch schlimmer wäre für die FDP, keine Hürde. Denn noch fast jedes Mal landen die da, dass sie uns am Ende doch anbetteln, wuchtet uns doch bitte wenigstens übers Quorum. Lieber würdelos als hürdelos. Damit wollte Parteichef Rösler Schluss machen. Unser Slogan war, wer Kohl will, muss die FDP wählen. Solch eine Situation darf sich für die Freien Demokraten in Deutschland nicht noch einmal wiederholen. Nie mehr Bettelstudent. Wer Kohl will, muss FDP wählen. Das ist natürlich auch Quatsch. Wer Merkel haben will, wählt auch FDP. Merkels Stimme geht über FDP. Ja. Rainer Brüderle, Motto 50 Promille sind da auch, 5% tunnelt die Hürde. Die FDP macht eben doch am Ende wieder einen auf systemrelevanter Blinddarm. Auch Hessens CDU-Chef Volker Bouffier grübelt ab und zu über das wilde Hürdistan. Eine AfD, von denen ich nicht weiß, wer sich überhaupt in Hessen dort kandidiert. Ich kenne dort niemanden, kenne nur das Programm. Das ist im Rahmen der Demokratie und deshalb schließe ich natürlich nichts aus. Der, neben ihm der grüne Spitzenkandidat Al-Wazir, der guckt so, auf welchem Kindergeburtstag bin ich denn hier gelandet? Weil Bouffier schneller koaliert als sein Schatten. Und dann es schafft in einem Satz unfallfrei das Pferd zu wechseln. Das Problem wird sich auch nicht stellen, weil die AfD nicht in den Hessischen Landtag kommt. Und deshalb ist die Position ganz klar. Ja, und die ganz klare Position ist, ey, wir haben keine. Warum sollten wir zur AfD eine Meinung haben oder eine politische Diskussion wagen, wenn wir sie einfach hinter der Hürde verhungern lassen können? In der hürdelosen Weimarer Republik splitterten bis zu 17 Parteien durch den Reichstag. Das erschwerte natürlich Regierungsbildungen und half den Gegnern, das Parlament als Quasselbude zu verspotten. Schwellen statt Schwallen entschieden die Eltern des Grundgesetzes deshalb und erfanden, hoppala, die Hürde. Das klappt so gut, dass am Sonntag in Bayern 600.000 Stimmen leider draußen blieben. Das sind 10%. Papiermüll. Für Europa hat das Verfassungsgericht diese Hürde bereits geschliffen mit einer, Achtung hinhören, urigen Begründung. Das Europäische Parlament wählt keine Unionsregierung, die auf seine fortlaufende Unterstützung angewiesen wäre. Cool, wie der Kollege dahinter mal so geguckt hat, was sein Pickel macht. War ja auch aufregend, hat sehr gut abgelenkt, denn Voskuhle sagt da im Grunde, das EU-Parlament hat nichts zu sagen, das können wir ruhig gerecht wählen. Im Bundestag fielen 2009 fast 1 Million Piratenstimmen unter den Tisch. Da, wo man ja andererseits sagt, die NPD zum Beispiel hingehört und auch gerne bleiben darf. Und das ist der Kern. Die 5%-Hürde schützt vor mehr Demokratie und vor mehr Arschlöchern. So genau wollte es die FDP jetzt auch nicht wissen. Mehr Demokratie wäre mehr Risiko. Also gilt bis auf Weiteres, nämlich noch 3 Tage, die Hürde des Menschen ist unantastbar.